Hallo und mal wieder herzlich willkommen bei Grenzenlos Leben. Heute zum Thema: Die Zerstörung des Westens ist der Beginn der Freiheit. Das wird ein anderes Video als sonst, weil ich heute mal einige Gedanken äußern werde, die mir schon länger durch den Kopf gehen und weil ich einfach mal so einen kleinen Parforce-Ritt durch die Gegenwart unternehmen will und werde. Und der Ausgangspunkt, der Anstoß zu diesem Video war ein Post von Helena Arivic, eine meiner YouTube-Zuschauerinnen, der mich sehr nachdenklich gemacht hat und der quasi der Tropfen war, der dieses Fass heute bei mir zum Überlaufen brachte. Helena hat auf YouTube unter mein aktuelles Video zu dem aktuellen Wahnsinn, das Video 430, einen Post gesetzt, der sehr interessant ist. Sie hat auf das Video aus dem Jahr 1993 von den Pet Shop Boys zu dem Stück Go West aufmerksam gemacht. Und ich kann nur jeden ans Herz legen, dieses Video einmal anzugucken. Dieses Video ist eine Prophezeiung. Dieses Video ist satanisch. Dieses Video ist ja voll von so viel verrückter, passender Symbolik, dass man sagen kann und sagen muss, wenn man sich mit den Dingen, die hinter den Dingen stehen, beschäftigt, dass dieses Video quasi eine Prophezeiung ist. Guck dir das Video an, triff deine eigenen Entscheidungen. Von den Farben, von den Symbolen, von der ähnlichen Symbolik wie in manchen Filmen wie Matrix und ähnlichen, es passt alles wie die Faust aufs Auge. Und viele Menschen, wenn man das dann mal googelt, wenn man sich damit beschäftigt, auf YouTube recherchiert, viele Menschen, speziell in Mittel- und Südamerika, haben die Bedeutung des Videos schon lange erkannt. Ich muss ehrlich sagen, ich kannte das Video nicht. Ich habe gestaunt, als ich es mir angeguckt habe. Und ich habe mir fast die Augen gerieben. Ich habe es mir 5, 6, vielleicht 7 Mal angeguckt. Ich werde es mir noch ein paar Mal angucken, weil man aus diesem Video wahnsinnig viel sehen, lernen, verstehen kann. Und man kann dieses Video, wenn man es denn versteht, wenn man es sich angesehen hat, als Planpause, als Schablone über die heutige Zeit legen. Bis zu den Farben. Gelb und Blau. In diesem Video. Dann muss man angucken, wo die Farben auftauchen. Und. Und es gibt auch, wenn man so will, Coverversionen von dem Video, von aufgewachten Menschen, die dieses Video mit Bildern unterlegt haben, die von der Eindrücklichkeit und der Symbolik hinsichtlich dessen, was im Osten dem Westen gegenübersteht, sehr eindrucksvoll sind. Und insofern ist Go West eine Prophezeiung. Eine aus meinen Augen gute Prophezeiung, die Welt besser machen wird. Denn bringen wir es auf den Punkt. So ziemlich alles, was diese Welt kaputt macht, schädigt, böse ist, kommt aus dem Westen. Von Wokeness über Gendern, über LGBTQ+, hin zu Familienzerstörung, hin zu Klimaschwindel und Klimalügen, hin zu Philanthropie und Unterdrückung der Menschen, hin zu generell auch Unterdrückung der Menschen, gerade auch hier in den USA, wo die Kluft zwischen Reich und Arm relativ groß ist und nicht so groß sein müsste. Aber das Geld wird ja in aller Herren Länder zum Krieg führen, verblasen. Da werden Milliarden in die Ukraine transferiert aktuell, damit dort Pensionen gezahlt werden können. Und die amerikanische Sozialversicherung hat aktuell ein Minus von 1,3 Billionen. 1,3 Billionen. Das sind 1.300 Milliarden. Das heißt, die Verbrecher, die in Washington sitzen, blasen das Geld der Amerikaner in alle Welt und lassen ihr eigenes Volk leiden. Es gibt große Not in Amerika. Es gibt Menschen, die auf der Schattenseite des Lebens
leben müssen. Das gibt es überall auf der Welt, aber hierzulande könnte die Verteilung anders sein, besser sein, gerechter sein. Und das hat nichts mit Politik zu tun. Denn die Politik versagt auf ganzer Linie. Und das wird gezeigt. Meines Erachtens ist das, was derzeit stattfindet, vorgeführt wird, den Menschen suggeriert wird, nichts weiter als die Vorstufe der geplanten Zerstörung des Westens. Und meines Erachtens ist das ein Selbstzerstörungsprogramm. Der Westen zerstört sich selber und das ist gut so. Guckt euch doch bitte mal die Anhörungen für wichtige Posten hier im Senat an. Das ist kein Zufall. Das ist keine Nachlässigkeit oder keine Fehlbesetzung. Völlig unqualifizierte, schon bösartig unqualifizierte Menschen für Tätigkeiten zu nominieren, die wichtig sind. Das ist das Prinzip des Biden-Clans, des Biden-Verbrecherregimes, um die Zerstörung noch schneller voranzutreiben. Denn kommen wir zurück, alles Böse kommt aus dem Westen. Das China-Virus kommt aus dem Westen. Das China-Virus kommt aller Wahrscheinlichkeit nach, und dazu gibt es mittlerweile Unterlagen, die hier rauf und runter gespielt werden, aus einem Biolabor in der Ukraine und wurde dann mit hoher Wahrscheinlichkeit nach Wuhan transferiert, um es den Chinesen unterzuschieben. Und in Wuhan wurden von den USA, vom Herrn Fauci, also dem größten Verbrecher in dieser Geschichte, Versuche unterstützt, finanziert, gesponsert, die weltweit verboten sind, die komplett illegal sind. Du kannst einen einfachen Nenner für alles aufsetzen. Hinter allem stehen die satanischen Eliten, die Washington DC gekapert haben. Hinter allem. Einfach hinter allem. Glaubst du, dass Cum-Ex Olaf in Washington irgendetwas zu besprechen hatte? Nein. Cum-Ex Olaf wurde zum Handkuss beim großen Don bestellt. Das ist in diesen Kreisen so. Das ist beim organisierten Verbrechen so, dass die Leute erscheinen müssen zur Befehlsausgabe. Was anderes dürfte es nicht gewesen sein. Und da Cum-Ex Olaf nun nicht die hellste Kerze auf der Torte ist, das ist die Eigenschaft von all denjenigen, die dort hingestellt werden, um diese Agenda umzusetzen. Denn mit Anbindung, mit Herz, mit Anstand kannst du diesen Job gar nicht erledigen. Du musst, wie man hierzulande sagt, schon ein Lowlife sein, damit du überhaupt dich bereit erklärst, in diesem Verbrecherspiel mitzumachen. Der führende Lowlife sitzt als Präsidentendarsteller im Weißen Haus. Vielleicht sitzt er da auch nicht, sei dahingestellt. Aber es geht hier in den USA rauf und runter, was alles verdeckt wurde, vertuscht wurde, was alles von diesen Verbrechern, anders kann ich es nicht sagen, in der Ukraine, in China angestellt wurde. Die Biden-Familie ist eine Crime-Family, wird sie hier genannt. Die Biden-Familie ist eine Familie, die vermutlich mehr Verbrechen begangen hat in ihrem gesamten Leben, als eine Kleinstadt sonst an Schwerverbrechen aufzuweisen hat. China, Ukraine, Delaware. Die Liste ist endlos. Aber das alles kommt zu einem Ende auf dieser Welt. Alles kommt zu einem Ende. Und auch das Böse kommt zu einem Ende. Das ist das Gute. Insofern sehe ich das Video von den Pet Shop Boys mit Go West als positive Fackel, die uns zeigt, die dort auch getragen wird, die in dem Video bewusst
gezeigt wird, meines Erachtens, dass das Licht nie ausgehen wird. Wenn das Licht des Westens ausgeht, geht das Licht des Ostens auf. So einfach ist das. Und es wird für viele besser. Es wird für diese Welt besser. Für diese geschundene Welt, die dann endlich wieder CO2 erhält, weil CO2 braucht man zum Leben. Da müsste man sich mal mit der Atmosphäre beschäftigen, was die Atmosphäre enthält. Sauerstoff, Stickstoff, alles Mögliche in großen Teilen. Aber der kleinste Teil der Atmosphäre ist CO2. Und CO2 braucht man für das Leben. Das heißt, die Unterdrückung des CO2 ist die Bekämpfung des Lebens. Man muss den Satanismus nur richtig verstehen. Dann versteht man auch, was gerade abgeht. Und wenn man das verstanden hat, dann versteht man natürlich auch, warum solche Darsteller auf Posten gehievt werden, um diese satanische Agenda umzusetzen. Weil jeder mit 5 Gramm Resthirn würde sich weigern, eine solche satanische Agenda umzusetzen. Dafür braucht es Annalenas, dafür braucht es Roberts, dafür braucht es ganz schlimme Christians, dafür braucht es Markus und Olafs, dafür braucht es diese ganzen Darsteller, die Deutschland mit Karacho und Liebe zum Detail gegen die Wand fahren. Und das ist hier nicht anders in den USA. Hier werden Gestalten aufgeboten, die führende Positionen bekleiden sollen, wo man sich nur noch kopfschüttelnd abwenden kann. Wo man nur entsetzt ist und sagt, hey, geht's noch? Geht das überhaupt noch? Dann doch lieber den von der Pommesbude oder den Lieferfahrer von McDonald's. Den kann man noch nehmen. Der hat dann wenigstens nicht so ein aufgeblasenes Ego, dass er glaubt, er könnte was. Guck dir das an, wie Herr Washington für die FAA, das ist die Luftaufsichtsbehörde der USA, für den wichtigsten Luftraum der Welt, größten, dicht beflogensten, der ist nominiert worden vom Joe Biden, diese Behörde zu führen. Dieser Mann hat noch nie im Leben irgendetwas mit Fliegen zu tun gehabt. Und einer der seinen Senatoren aus North Carolina in den Anhörungen hat sich erlaubt, 7 oder 8 Minuten diesen Menschen mit einfachen Fachfragen zu konfrontieren. Und 7, 8 Minuten lang, du findest dieses Video auch auf dem Telegram-Kanal von Grenzenlos Leben, sagt diese Gestalt, sorry, keine Ahnung, sorry, weiß ich nicht, sorry, habe ich noch nie was von gewusst, sorry, ich kenne mich mit Fliegen nicht aus. Ist das unglaublich? Nein, das ist nicht unglaublich, es ist die Absicht, sie wollen euch zeigen, wie scheiße sie sind. Sie wollen euch zeigen, wie kaputt das System ist. Sie wollen euch zeigen, dass es am Ende ist. Und dann kommt der nächste Senator und befragt diesen wunderbaren Mr. Washington, ein äußerlich sehr sympathischer schwarzer Ex-Soldat, wie es denn mit seinen Korruptionsangelegenheiten aussieht. Und das Los Angeles Police Department ermittelt gegen ihn wegen Korruption. Der Staatsanwalt von Kalifornien ermittelt gegen ihn wegen Korruption. Und er gilt als einer der Hauptbelasteten. Aber Joe hat das vermutlich als Eingangsvoraussetzung, damit man ihm ergeben die Hand küsst. So ist es in Mafiakreisen. Du musst Scheiße am Stuhl haben, damit du gefördert wirst. Du musst erpressbar sein, damit du auf die Stühle kommst. War da was mit Wirecard? Nur, wenn du ein Lowlife bist, kannst du in der Politik etwas werden. Im Westen. Im Osten und im fernen Osten, da gibt es Staatsmänner.
Im Westen gibt es nur Lowlifes. So einfach ist das. Oder so kompliziert. Muss man nicht lange drüber nachdenken. Aber Mr. Washington ist nicht ein Einzelfall. Mr. Washington ist die Regel für die wunderbaren Menschen, die die beiden Administrationen, der Name sagt es ja schon, ist ja keine Regierung, das ist ja der missglückte Versuch einer Regierung, es ist die Schande eines Landes, anders kann man es, weiß Gott, nicht ausdrücken, damit du von der Biden-Administration vorgeschlagen wirst, damit du gefördert wirst, damit du Chancen hast, musst du eines sein, komplett inkompetent und gnadenlos loyal gegenüber dem Mafiasystem, das hier herrscht. Gnadenlos loyal. Dann gibt es auch diejenige Person, eine wahnsinnig faszinierende Dame, die Archivarin der USA werden soll. Guck dir die Videos an, gibt es auch auf Grenzenlos Leben auf Telegram, wo diese Frau von Josh Hawley gegrillt wird. Die Archivarin der USA hat eine Aufgabe, unabhängig und unparteiisch alle Dokumente der USA zu verwahren. Da ist es dann nicht ganz so passend, wenn man in diversen Essays und Ausarbeitungen Republikaner als minder bemittelt, dumm und fast schon asozial bezeichnet hat. Wenn man dann damit konfrontiert wird, hat man aber in diesen Kreisen noch nicht mal die Eier, das Rückgrat, den Stil, das Format zu sagen, ja, habe ich gesagt, danke, das war's, ich bin vielleicht die falsche Person für diesen Job. Nein. Dann sitzt man das aus und sagt, das war halt nur meine persönliche Meinung. Das war mein privater Twitter oder was weiß ich Account, mein privates Blog. Wenn du in diesem verkommenen System von Washington DC Minister bist, dann musst du nichts können, absolut nichts. Der Verteidigungsminister Lloyd Austin heißt diese Komikerfigur. Mark Milley, der Generalstabschef. Biden wurde in den letzten Tagen in Anhörungen im Kongress klar ins Gesicht gesagt, ihr seid komplett inkompetent und wisst überhaupt nicht, wovon ihr redet. Aber das sind keine Einzelfälle. Pete Buttigieg, Verkehrsminister dieses Landes. Pete Buttigieg hat sich um die größte Katastrophe der USA der letzten vielleicht 100 Jahre bisher nicht nennenswert gekümmert. Er hat ja auch viel Kompetenz als Bürgermeister von South Bend, wo er Journalisten verfolgt oder verfolgen lässt, die ihn interviewen, wenn er mit seinem Mann abends spazieren geht und wissen wollen, was er denn in Sachen East Palestine zu tun gedenkt. Solchen Journalisten wird dann die Polizei auf den Hals gehetzt. Interessant, ne? Aber Pete Buttigieg hat sein ganzes Leben noch nicht ein einziges Mal irgendetwas Sinnvolles getan. Pete Buttigieg weiß gar nicht, wie man was Sinnvolles tut. East Palestine, für diejenigen, die sich wenig auskennen, ist der Ort, wo ein Güterzug beladen mit Chemikalien entgleist ist. Soweit nicht schlimm. Schlimm wurde es erst dann, als unter der Aufsicht von Pete Buttigieg dieser Güterzug abgefackelt wurde. Man hätte den Güterzug abpumpen können. Man hätte den Güterzug abpumpen müssen.
Aber das hat man nicht getan. So wurde die größte, weltgrößte, jemals größte Dioxinvergiftung der Welt in die Landschaft gesetzt. Jetzt muss man wissen, dass in dem gesamten Umfeld von East Palestine kleine Farmer, kleine mittelständische Strukturen vorherrschen. Nichts, wo Big Business, nichts, wo die großen Landaufkäufer der USA, zu denen unter anderem Bill Gates gehört, eine Chance haben. Jetzt muss man wissen, dass in dieser Gegend die Amish People zu Hause sind. Sehr gute Menschen, sehr wenig für den Staat erreichbar, weil sie an Gott glauben und nicht an den Staat. Und das ist die Grundvoraussetzung überhaupt. Du musst etwas glauben. Und wenn du es noch nicht tust, fang an damit, ist meine Empfehlung. Du musst etwas glauben. Du musst an Gott glauben, an das Universum glauben, an den Gott, der dir gefällt. Es ist völlig egal. Aber du darfst niemals an den Staat glauben oder dem Staat glauben. Der Staat ist immer böse. Der Staat ist immer dein Feind. Der Staat ist immer gegen dich. Und das wissen die Amish People. Und jetzt gibt es hier in den USA viele Menschen, die sagen, es kann doch kein Zufall sein, dass ausgerechnet in dieser Gegend, die auch eine der Kornkammern der USA ist, ein solches Dioxinverbrechen stattfindet. Versteh bitte Folgendes. Du kannst blöd sein. Manager sind blöd. Manager sind das Allerletzte auf dieser Welt. Manager sind zu 99% überflüssig, weil sie tun, was andere ihnen sagen und nicht, was richtig ist. Weil Manager haben in aller Regel nur einen Kompass, ihr Bankkonto und ihren Eigennutz. Jedenfalls über 90% derjenigen, die ich erlebt habe. Manager sind keine Unternehmer. Manager können nichts, sonst wären sie ja Unternehmer. Wer wird freiwillig Manager? Es ist das Gleiche, wie wenn du zum Staat gehst. Du gehst ja nicht zum Staat, weil du irgendwas kannst, sondern du gehst zum Staat, weil du deinen Arsch ins Trockene bringen willst. Und nicht viel anders ist es mit Managern. Das Risiko ist nur etwas höher. Dafür werden sie aber absurd hoch bezahlt. Fällt dir was auf? Manager haben diesen Zug abgebrannt. Zusammen mit Staatsbediensteten. Jetzt kann man natürlich sagen, dumm gekommen. Ja, ich halte nichts von Managern. Ich halte nichts vom Staat. Aber ich halte diese Gestalten auch nicht für so absolut strunzdoof, dass sie nicht in der Lage sind, die Gefahr eines Güterzuges, der entgleist ist, zu beurteilen, was passiert, wenn man diese Chemikalien zusammen abbrennt. Das kann mir überhaupt niemand erzählen. Das kann mir kein Mensch weismachen, dass da irgendetwas wie Zufall die Rolle gespielt hat. Zero. Und vor dem Hintergrund ist auch East Palestine ein terroristischer Anschlag. Genauso wie Nord Stream 2 und Nord Stream 1. Terroristische Anschläge haben in der Endphase von untergehenden Kulturen schon immer eine Rolle gespielt. Und der Westen geht gerade unter. Das muss man nur verstehen. Es ist nichts weiter als ein Todeskampf. Und das ist gut so. Und da kommen wir wieder zu den Pet Shop Boys zurück. Go West. Der Osten ist die Zukunft der Welt. Und ich freue mich drauf. Euer Klaus von Grenzenlos Leben.